Mit seinem innovativen Handy stellte der russische Mobiltelefonhersteller Yota 2013 ein interessantes Konzept vor. Ein Smartphone, das zusätzlich zu seinem Display auf der Vorderseite einen stromsparenden E-Paper-Screen auf der Rückseite besitzt. Leider war das Gerät zwar gut gedacht, aber schlecht gemacht. Vor allem der schwache, fest verbaute Akku und der für ein Mittelklassegerät sehr hohe Preis sorgte für Frust. Nun hat Yota mit seinem Yotaphone einen zweiten Versuch gemacht. Und der klappt. Das Handy hat zwei Displays. Auf der Vorderseite befindet sich ein AMOLED-Display mit Full-HD-Auflösung. Auf der Rückseite ein E-Ink-Display, das bei 16 Graustufen extrem wenig Strom benötigt. Dort kann sich der User alle Inhalte anzeigen lassen, die auch auf dem vorderseitigen Bildschirm zu sehen sind. Allerdings nur in Schwarz-Weiß-Optik. Bei dem E-Ink-Display handelt es sich diesmal um einen Touchscreen. Dessen Bedienung ist zwar vergleichsweise zäh, klappt aber reibungslos. Zur einfachen Steuerung gibt es verschiedene Panels, beispielsweise zur Anzeige der Uhrzeit, Termine, Anrufinformationen oder Wetteraussichten. Die Bildschirmtastatur arbeitet fehlerlos. Der Nutzer kann anders als bei dem ersten Yotaphone jeden beliebigen Browser auf dem E-Paper-Display verwenden. Der Seitenaufbau und die Steuerung gestalten sich allerdings sehr langsam. Für grafikintensive Spiele und Videos sollte der User also lieber den Hauptbildschirm nutzen. Wird der genutzt, sperrt das Yotaphone 2 automatisch den rückseitigen Bildschirm. Trotz der beiden Screens ist das Yotaphone 2 vergleichsweise flach. Das Gerät bringt 145 Gramm auf die Waage. Für eigene Dateien gibt es einen 32 GB großen internen Speicher, der sich aber leider nicht erweitern lässt. Das Handy besitzt eine rückseitige 8-Megapixel-Kamera mit LED-Blitz. Selfies kann der User mit einer 2,1-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite schießen. Mit einem Preis von 700 Euro liegt das Yotaphone 2 auf dem Niveau eines iPhone 6.